Part der Road to Glory. Ihr seht schon, beziehungsweise seht mich im Hintergrund, um wen es heute geht, und zwar um die Prime-Ikone Rui Costa, weil da jetzt mein Gesicht davor ist, weil ich es einfach nicht anders aufnehmen kann. Ich springe einfach gleich mal in die SBCs rein, habe die natürlich schon gelöst, dann werde ich bloß kurz zeigen, wie ich die gemacht habe. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die auch nicht selber gelöst habe, sondern mir von Foothead ab oder Footbin abgeschaut habe. Einfach weil es mir zu zeitaufwendig war, alles selbst irgendwie herauszufinden. Wer mag, kann ja das Video gerne anhalten, screenshotten und das selbst so nachbauen. Ich habe es ausgerechnet, die SBC hat mich 494.000 Münzen gekostet. Und ja, wir kriegen ein paar 15k-Packs und ein Megapack dadurch und natürlich die Ikone Costa, worauf ich mich echt wirklich freue, weil die echt stark sein soll, wie ich mir ein paar Reviews angeschaut habe. Und ja, die soll richtig abgehen. Noch dazu habe ich durch die wöchentlichen Belohnungen ein paar zwei Spielerpacks bekommen. Und wenn man richtig viel Luck hat, kann da auch was Geiles rauskommen, wie man schon in ein paar Packs gesehen hat. Ich werde aber jetzt mal die ganzen Spieler einlösen und wir sehen uns dann bei den Packs. So, wir haben die SBCs fertig. Ich pack's rein. Wir kriegen den Megapack noch dafür. Holen uns den Reward ab. Und da ist es dann Rui Costa. Es kommt allerdings kein Bild, weil FIFA natürlich anscheinend wieder absolut am Backen ist. Allerdings, so, sieht man immerhin den Spieler. 90er ZOM Rui Costa. Ich werde euch dann auch noch das Team zeigen, in dem ich den an der Weekend League jetzt spielen werde. Vor allem zumindest mal nächstes Wochenende. Der hat echt richtig geile Werte und nach den Reviews soll der so krass abgehen. Boah, ist schon geil, so eine Ikone einfach First Owner im Verein zu haben. So, ich packe ihn gleich mal rein und jetzt machen wir uns noch an die Packs ran. Wie man sieht, 11 Packs haben wir jetzt, sogar ein richtig kleines Pack-Opening noch dabei. Ich fange mit den zwei Spieler-Packs an, weil das, schätze ich mal, doch die Chancen haben, am geringsten irgendwas Krasses zu ziehen. Und ja, ich kriege einen seltenen Silberspieler. Das passt ja mal wieder perfekt zu mir. Oh, sind sogar untauschbar, also auch wenn wir was Krasses ziehen. Lohnt sich's nicht wirklich, was das wäre eine Ikone, die man dann verwenden kann, aber das ist relativ unwahrscheinlich, schätze ich mal. Immerhin ein seltener Goldspieler, den ich dann vielleicht in der SBC weiterverwenden kann. Shinyak und Abdul Rahman Baba. So, dann kommen wir zum letzten zwei Spielerset, aus denen es ja bei gewissen Pack-Reaktionen auch sogar Ikonen gibt, die da irgendjemand rauszieht oder ein Team of B Ronaldo. Also wie sowas möglich ist, werde ich nie verstehen, aber Luke Shaw ist gar nicht mal so kacke. Den werde ich bestimmt in der SPC oder so verwenden können. So, dann mache ich noch das Premium Electrum Players Pack auf, das ist auch kein wirklich gutes. Und wir bekommen aber sogar eine Wand raus, aber ist leider untauschbar. Also müsste es Spanien, Mittelfeld, ja okay, es wird Santi Cazorla, den ich leider nicht mal verkaufen kann. Das heißt, der wird jetzt einfach in meinem Club wahrscheinlich schmoren, oder? Kann man verkaufen? Ne. So, ich packe sie alle in meinen Verein, den ich aber natürlich nie benutzen werde. So, dann kommen wir zu den 7,5k Packs, aus denen es eigentlich auch unmöglich ist, was zu ziehen. Aber wir kommen, war das ein Inform? Es war sogar ein Inform, krass. Es wird Hinteregger, glaube ich, wieder. Ja, wird es auch, den ich in der SBC sogar verwendet habe. Aber geil, immer in der Inform sind 10k, die wir sicher rausbekommen. Und Brosinski, ich packe ihn einfach mal auf die Transferliste, auch wenn ich glaube, dass der für nichts sich verkaufen wird. So, Verein, wie heißt Verträge in Verein und den Rest stoßen wir ab. So, verplant wie immer. Nächstes 7,5k-Pack kann gerne so weitergehen. Vielleicht nochmal ein Schlitz, leider nicht mehr, nicht mal ein seltener Spieler. Aber wir haben ja noch die 15k Packs vor uns. Ich packe die Spieler jetzt gar nicht auf die Transferliste, weil ich glaube, für recht viel mehr als den Abschlusspreis gehen sie eh nicht, wenn sie sich überhaupt verkaufen. So, wir haben noch drei 15k Packs, die ja auch immer eigentlich richtig kacke sind, weil halt so viel Verbrauchsobjekte da drin sind. Es wird nicht mal eine Wand. Wie immer natürlich. Aber immerhin Castorp, den werde ich aber verkaufen, weil ich glaube, dass den doch bestimmt jemand benutzen wird, den habe ich auch mehrere Weekend Leagues benutzt. Für mich echt ein starker Verteidiger, eigentlich kann man nichts sagen. Aber Florenzi natürlich, wenn man die Münzen hat, auf jeden Fall die bessere Wahl.
So, wir springen ins nächste 15k-Pack und schauen, was rauskommt. Es wird wieder keine Wand. Dann skippen wir das Ganze direkt, einfach weil es sonst uninteressant ist. Ich habe gerade schön gesehen, dass ich das Ganze mit dem Mikrofon von der Webcam aufnehme, was heißt, dass die Qualität komplett kacke ist, aber jetzt müsste es wieder besser sein, weil ich es jetzt aufs Mikrofon umgestellt habe. Oh mein Gott, das läuft schon wieder richtig gut. Heute ist schon wieder ein absolut geiler Tag. So, Barcelona Heimtrikot ist noch drinnen. Das gleich packe ich mir sogar mal rein, weil das richtig geil ausschaut. Ich nehme es mal für das Bayern Trikot, einfach damit wir zwei verschiedenfarbige Trikots haben. So, dann kommen wir zum letzten 15k-Pack und dann noch zwei bisschen interessantere Packs. Schauen wir mal, ob im letzten ist sogar eine Wand drin, das war wieder relativ weiß, ist aber doch bloß ein Goldspieler und das wird Ömer Toprak. Der, glaube ich, geht für 3.000 bis 4.000. Nichts Besonderes, aber natürlich besser als gar nichts. 2.000. Naja, hilft nichts. Ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass ich aus den Packs irgendwas Gutes ziehe. Ist natürlich einfach bloß ein chilliger Bonus, die paar Packs. So, dann kommen wir zum Rare Gold Pack mit wahrscheinlich drei seltenen Spielern und sonst bloß Verbrauchsobjekten. Es wird auch keine Wand. Die habe ich ja in dem Team of the Year Pack Opening auch richtig viele gehabt davon. Und auch da waren sie absolut kacke. Entschuldigung. So. Verträge wieder ein Verein, Rest abstoßen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack, und zwar zum Mega-Pack, wo vielleicht doch eine Wand drinnen sein könnte. Bei so vielen Objekten und 18 seltenen. Und ja, zu meinem Pack-Luck, glaube ich, brauche ich gar nicht mehr sagen. Aber immerhin 4 seltene Spieler und 3 seltene Silberspieler natürlich, weil was will man denn auch mehr? Wobei der hier gar nicht mal so schlechte Werte hat. Schauen wir mal, vielleicht ist der ein bisschen was wert. Nö, absolut gar nichts. Super. So, dann zeige ich euch jetzt zum Abschluss noch mein Team, mit dem ich die Weekend League bestreiten werde am Wochenende. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich packe Rui Costa hier noch hin. Im Tor Fährmann, Boateng, Chiellini Mittelfeld, Florenzi und Alaba außen. Dann Pjanic und Matuidi, die beiden werde ich aber in-game dann tauschen, damit Matuidi im defensiven Mittelfeld ist. Das ist einfach bloß, damit Mbappé auf die volle Chemie kommt. Dann Inform, Tolisso, Griezmann und Mbappé vorne. Und hier unser neuer Mann, und zwar Rui Costa Prime Icon. Und so sieht das Team, finde ich, richtig geil aus. Ich freue mich echt, damit zu spielen, vor allem mit Rui Costa. Und werde euch dann natürlich wie immer zeigen, was ich geworden bin, und am Donnerstag meine Packs öffnen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.